Jo, meine Freunde, wir zocken weiter Dark Souls 3 in der Untotensiedlung. Da waren wir jetzt letztens stehen geblieben. Mit dem Uchigatana, was wir jetzt haben. Und es sieht extrem krass aus. Das hat mich immer so ein bisschen an Halloween. Und wir schauen mal, was wir hier so bekommen. Eine große Seele. Estus habe ich voll. Ein paar Brandbomben habe ich noch. Sogar eine Feuerbombe. So, da unten geht es auf jeden Fall schon ab. Von der Grafik hier irgendwie recht cool, finde ich. So viktorianisches Zeitalter, finde ich das aus. Oh. Die sind echt ein bisschen gefährlich, die Hunde, weil die sind so schnell. Köderschädel. Damit kann man Feinde weglocken. Also den schmeißt man irgendwo hin wie so eine Granate. Und die Gegner gehen dann zu diesem Schädel anstatt zu dir zuerst. Heimatknochen schon wieder. Ah, da unten. Da will ich noch hin. Das finde ich auch immer so geil. Man guckt sich irgendwas an und weiß, okay, da kommt man noch irgendwie hin. So, weißt du? Das sieht man ja daran, dass über meinem Kopf da so ein kleines leuchtendes Item ist. Oder ich meine, man kommt da noch hin zumindest. Nein, das ist alles betretbares Gebiet, was man hier sieht. Es wird auch dir geschehen. Oh, Scheiße. Was ist hier eigentlich passiert? Bitte gewahrt mir den Tod. Oh, shit. Einer lebt noch hier von denen. Das sind hier die friedlichen Schildkrötenmänner. Ich weiß echt nicht genau, was die zu sagen haben im Spiel sogar. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? Ja, auf jeden. I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Natürlich, du bist I am willkommen. Honored, truly. I should be dead. Yet nice. You have granted me purpose anew. Ja, genau, jetzt muss er verschwinden. So, passt. Jetzt haben wir ihn bei uns in dem Feuerbandschrein. Und können ihn da einmal wieder ansprechen. Der hat dann Aufgaben für uns oder gibt uns auch Items. Ich glaube, der gibt uns auch sogar Level-Ups. Das ist auf jeden Fall richtig hilfreich. Aber wir wollen jetzt hier weitergehen durchs Tor. Und hier ist der Mister. Der Mister Pfister, der da die Hunde rausgelassen hat. Dieser Hexenkopf. Und ein Feuer. Und ans Leuchtfeuer setzen. Einfach so zum Resten. Und das sieht auch geil aus hier. Der Turm. Mit dem heftigsten Pfeil
und Bogenschützen, den es gibt. Weil das ist ein fucking Riese, wie man sieht. Und die Pfeile werden mit so viel Power verschossen, dass da sogar so eine Staubwolke entsteht. Das ist auf jeden Fall so geil gemacht, ne? So, jetzt. Ja, nice. Es geht weiter in der Halloween-Stadt. Die Untoten-Siedlung. Ein Spiel muss man ja mit denen. Genau, da gab's was. Kleiner Lederschild. Okay, ein Schild. Unser erstes weiteres Schild. Das ist auf PC.de. Ja, es ist auf. Es ist aber nicht gerade. Es ist kleiner. Ich behalte mal meins jetzt. Was ich jetzt habe, das passt schon. Gegner. Diese schnellen Kackdinger. Alle haben hier so diese Wizard-Hüte auf dem Kopf. Sieht auf jeden Fall immer lustig aus. Und genau. Es geht hier weiter. Verkohlte Hartz. Irgendwas. Sturzangriff. Sturzangriff? Auf den hier unten? Das war daneben. Hier sind noch ein paar mehr, wie man sieht, die sich hier verstecken. Und hier, lass mich raten. Ich wollte gerade sagen, hier fällt mir doch bestimmt einer von der Decke auf den Kopf. So, drei habe ich schon mal. Wie viele gibt es hier tatsächlich? Drei, hä? Na ja, gut, passt. Haben wir die mal geholt. Ja, genau. Und jetzt geht's hier weiter. Die dicke Frau da über meinen Kopf. Das ist ein schöner Gegner. Ein wirklich schöner Gegner. Es gibt hier verschiedene Wege in dieser Siedlung. So viel weiß ich noch. Mal schauen, für welchen wir uns entscheiden. Da bin ich mal gespannt. Ich habe mir jetzt nichts ausgedacht oder so. Ich laufe einfach mal drauf los. Was ich jetzt gut finde. Genau, ich habe einfach mal Bock. Ich habe einfach echt mal Bock, diese Frau da zu killen, sozusagen. Und dafür schmeiße ich mal ein paar Bomben. Ist auf jeden Fall lustig gemacht. Die muss ich auf jeden Fall weiterwerfen. Alter, wo werfst du die Scheißdinger hin? Werft er dahin, wo man hinzielt? Ja, geiler Treffer. Nein, jetzt laufen sie. Ach, scheiße. Ach, komm. Okay, dann haben wir jetzt nicht mehr so viele. Haben wir die noch? Letzte. Ja gut, die hat nochmal gesessen. Soll ich die Hexe aufscheuchen? Soll ich die Bombe versuchen? Ich versuch sie mal. Ich denke, ob ich die treffe. Nice, Mann. Boah, die ist so fett, Alter. Alter, die macht auch Scheiße, Digga. Die macht die Zaubersprüche. Die kann mich hier oben kriegen. Aber sie ist so fett. Sie sieht mich nicht wegen ihrem Fett. Aber wenn ich jetzt runterspringe. Ach geil, guck mal. Sieh mal einer an. Ich traue mich noch nicht so ganz, weil ich weiß, früher als ich das hier gespielt habe, ich bin hier so heftig hart verreckt andauernd.
Aber guck mal, jetzt sind nicht alle wach geworden sozusagen. Das ist schon mal gut. Ich will die Gehexe will ich von hinten. Scheiße. Okay, der war nicht ganz aufgeladen. Kann ich die von hinten, ohne dass die mich nerven hier oder was? Aber die sind so abgelenkt, sag ich mal, ne? Oh, das ist immer so. Hat aber wohl mal gar nicht funktioniert. Scheiße, Alter, die ist nämlich schon ein bisschen brutaler. Siehst du? Ja, die ist einfach fett. Geil. Das war nicht so schwer, wie ich dachte. Nice. Lol, und die anderen sind nicht wach geworden? Okay, doch. Ey Gott, die wäre jetzt doch nicht so schwierig. Aber gedroppt hat die auch nichts, ne? Er hat sich jetzt nicht so mega heftig gelohnt, aber ich glaube, das Item ist ganz geil. Ja, eine Estus-Scherbe. Das verstärkt meine Heiltränke, denke ich. Gut, dafür hat sich dann wieder gelohnt, auf jeden Fall. Das kann ich dann machen beim Schmied Andi. Kann ich die Dinger verstärken lassen. Ich habe ja noch 3 Stück. 3 Estus. Glut habe ich. Ich lasse mich jetzt aber nicht vergluten. Auf jeden Fall ein schlechter Move. Hier ist noch irgendwo jemand. Jetzt habe ich wieder so 2500 Seelen schon. Da will man direkt eigentlich ans Leuchtfeuer zurück. Seelen safen. Und Estus Scherbe. Oh, das weiß ich noch, Digga. Hier ist doch irgend so eine Scheiße. Oh, Digga. Unnötig. So unnötig. 2,6 Seelen. Da muss ich jetzt irgendwie wieder schnell hin zurück. Weil die will ich wieder haben. Da war. Ich habe extra die dicke Hexe da gerade gekillt dafür. Das war unnötig. Digga, du hast den falsch analysiert. Oh, dafür bekomme ich ja meine Brandbombe gut geschrieben. Zack, zack. Nice. Ich habe hier hin. Okay, ich versuche mal so auf schnell. Weil ich weiß, dass es geht, soweit ich weiß. So auf hinten rum. Hier sind viele von denen, ne? Genau, jetzt gehe ich so hinten rum. Genau, ey, geil, geht. Ja, jetzt muss ich die Hexe auch nicht wieder töten und da die ganze Gefolgschaft. Das macht es dann echt einfacher. So vom ganzen. Ja, von der Zeit her und vom. Auch, dass ich nicht wieder sterbe. Cool, ich habe Abfall bekommen. Abfall auf jeden Fall immer geil. Ich habe das Gefühl, hier kommt einer von hinten auch und so. Von oben, nee. So, erstmal das hier holen. Ah, guck mal, der eine ist da schon reingefallen in dieses Loch. Weil das Loch wollte ich nämlich nicht fallen. Beziehungsweise. Vorsicht, Loch, ne? Ja, Vorsicht, Höhle. Soweit ich weiß, kann man die von hier erreichen, sag ich mal. Oh yeah. Ja, ich sauf nochmal schnell ein. Ist da etwa Loch? Oh, Digga, sind das nicht die Käfige hier? Ja. Ich wusste es. Aber ein aufgeladener Tod. Ne? Und hier ist etwa Loch. Aber vorher. Große Seele. Vorher. Gehe ich in das Loch. Und weil hier gibt es schöne Sachen. Krieger des Sonnenlichts. Warte mal, das kann man doch ausrüsten irgendwie.
Inventar. Nee, das ist nicht das Banner. Da. Schwört dem Eiger des Krieger des Sonnenlichts die Treue. Irgendwie kann man doch auch... Ah, genau, da ist das Eid. So, jetzt habe ich den Eid. Oben links sieht man's, Krieger des Sonnenlichts. Yeah. Ich weiß immer nicht genau, was das bringt, aber... ist auf jeden Fall cool. Genau, für eine Suppe saufen. Das gibt Energie. Aber ich habe jetzt schon genug. Ach, komm. Du Mushiflo, du. Was war das denn? So, das ist hier so voll offensichtlich. Ja, da hinten ist auch geil. The man with the peach. The man with the peach. Kein Problem, komm her. Kein starker Gegner jetzt in dem Sinne. Und einmal schnell durchpieksen. Da ist er. Jo, einmal rein, ne? Dann passt das schon. Zack, ist er weg. Ne? Dann mach einmal Knickknack und tot, ne? Geheimpfad! Genau. Was gibt's denn hier Schönes? Ich bin immer gespannt, was es gibt. Seele eines unbekannten Reisenden. Okay. Okay. So. Ah. Shit, Mann. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts. Okay. Ah, die dicke Hexe schießt schon ihre Dinger da. Man sieht das ankommen. Die fliegen ja ganz schön weit. Die Hexe ist auf jeden Fall nicht ungefährlich da oben. Ich glaube, die springt nachher noch runter. Nein, nicht sterben! Dark Souls. Oh, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Energie. Scheiße. Okay, ich laufe da jetzt schnell hin und baller dann. Ich dachte, ich schaffe das mal ohne zu sterben jetzt durch. Ich glaube, ich baller auf jeden Fall ein Glut rein, wenn ich da bin. Und ich tue einmal meine Estus-Scherbe. Mein Estus verstärken, wenn ich schon das Glut habe. Meine Skills sind jetzt noch nicht so heftig, dass ich das jetzt so locker durchpacke. Auch wenn ich es, wie gesagt, schon mal durchgespielt habe. Und meine ersten beiden Runs, also hier Teil 1 und 2 bis jetzt. Also vor allem der erste lief ja gar nicht so schlecht, aber ich merke, dass ich jetzt an so einer kleinen Kacke schon sterbe. Wie zwei Gegner in einem Haus. Weil die einfach schnell schlagen und ich damit noch nicht klarkomme. So, jetzt tun wir mal Estus verstärken. Scherbe benutzen, ja. Und jetzt wird meine Nutzungszahl. Genau, die wird einfach erhöht. Das ist schon alles. Das bringt jetzt einfach, keine Ahnung, wie viel, 10% mehr oder so. Aber 10% sind in Dark Souls schon viel. In Dark Souls schon viel. Und zwar so viel, dass es eine Menge ausmacht, denn, ne? Weil man kennt es sehr gut. Der Boss, du hast noch 1% HP. Und du schaffst ihn noch. Diese Klassiker. Ach, wie geil. Das war gar nicht die Stärke des Estus, sondern die Menge. Ich habe jetzt 5. Das ist auch besser. Aber der Witz ist, es bringt einfach nichts, viele Estus zu haben, wenn man wegen der geringen HP, sobald man einmal auf die Fresse kriegt, verreckt. So wie das bei mir jetzt gerade der Fall war. Oder man halt bis ganz unten fällt. So wie jetzt. Wie gesagt, ich knall gleich einmal die Glut rein. Komm, lauf's durch. Scheiß drauf. Scheiß auf alles. Gucken, wie weit ich komme. Oh, Digga. Hab ich immer so Angst hier. Da
Kann ich jetzt noch die Suppe löffeln? Nice. Er läuft mit. Stabil. Also schnell war ich auf jeden Fall hier. Fand ich persönlich gerade. So, dich habe ich mir gemerkt. Hm? Wo ist denn der kleine Lutscher, der hier seine Flöte füllen auf mich gepustet hat? Puh. Auf jeden Fall tue ich mal ein bisschen Glut benutzen. Wobei, ich merke, jetzt geht's gerade. Ich benutze Glut lieber bei den Endbossen. Ah, hier ist er. Ich habe mich doch vermisst. Alter, wie viel. Ach, fuck. Das ist, weil ich die von oben nicht gekillt habe. Stimmt. Deswegen. Alter, die sind so richtig fies, die Dinger, Alter. Weil die sind schnell. Aber ich schaff's die natürlich. Jetzt überlege ich doch wieder Glut zu nehmen. Aber passt schon. Ich glaube, ich pack das diesmal richtig gut. Okay, jetzt habe ich noch 4 Estus. Jetzt weiß ich, was kommt. Von dem her nicht das Problem. Ich bin hier gestorben. Ich bin auch diesem Haus gestorben. Okay, sie legt los mit ihren Dingen. Oh shit. Hauptsache, sie springt noch nicht runter. Digga, muss ich in diesen Raum rein? Ich will diesen Fettsack dort nicht. Ich bin gestuckt. Einfach reinballern, ne? Peitsche, ich wusste es, Peitsche, Mann. Peitsche ist das Beste. Sie und dieser Holztyp dort ist fast ein bisschen viel für mich, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ah! Item. Was gibt's? Titanscherbe. Schön. Wie gesagt, ich glaube, sie springt tatsächlich nochmal runter. Ich kann das nicht sehen von der Entfernung, ey, wie weit die Kackdinger sind. Viele Zaubersprüche, ey. Ah. Komm, hast du mich gesehen? Komm mal mit, Alter. Okay, er ist nicht stark, aber er macht halt guten Damage, wenn er trifft. Aber ich will sie jetzt haben. Weil ich meine, sie kommt noch runter. Ja, sie kommt runter. Da komme ich halt hoch. Komm mal her. Also die haut natürlich ordentlich rein, ne? Die dicke Omi. Ja. Oh, die sieht so schlimm aus, finde ich. So richtig viktorianisch einfach. Oh, die ist ein dicker Haufen, guck mal. Alter. Okay, besser als ich dachte sogar. Bis jetzt. Easy geholt. Ist noch 2 Estus über. Und jetzt will ich das Item haben. Kleine Titanscherbe. Nice. Ich kann das Katana aufrüsten. Auf plus 2. Kostet, glaube ich, 2, ne? 5 Kaselen habe ich schon. Okay. Schön. Schöner Raum hier. Warte mal, was gibt's denn? Hier muss es da auch irgendwas geben. Einfach nur ein Raum? Okay. Ah, shit, Digga. Ja, komm. Das ist meine Hand. Juhu, es gab kleine irgendwas, Scherbe. Ja. Leuchtfeuer. Und ich...
Ich habe jetzt gerade Bock, weil ich habe zu oft jetzt gerade in kürzester Zeit auf die Fresse bekommen. Ich wollte ja eigentlich Kondition, also dass man mehr herumspringen kann und ausweichen, wollte ich ja eigentlich direkt erhöhen. Aber da meine HP wirklich noch unterirdisch low ist, kann ich gleich erstmal alles in HP rein. Nochmal ein bisschen. Oder mach halb-halb oder so, weil... Ja, es ist einfach zu wenig HP noch, dass ich mal einen Schlag abkriege. Bin ich, wie gesagt, schon fast tot. Warte mal. Durchwirken? Was muss ich jetzt genau machen? Shigatana. Ah, ne, doch nicht. Ich muss sie verstärken, ne? Und ich brauche 4 schon für plus 2. Okay, das ist natürlich jetzt schon mehr, als ich dachte. Aber ich repariere mal meine Ausrüstung. Okay, muss ich nichts. Okay, ich brauche 4 sogar. Okay, und dann brauche ich wahrscheinlich plus 3 schon 8. Und dann brauche ich die große Scherbe schon. Kann ich bei irgendwas Schlaues kaufen? Alter, guck mal, Glut ist arschteuer. Aber es sind 3 Stück. Turmschlüssel. Ah, genau, das mache ich gleich mal. Da zeige ich euch mal einen Trick. Ich bin ein kleiner Trickser. Also, was haben wir jetzt hier? Es kostet 2000 knapp bald. Dann können wir 2x verstärken. Ja, dann... Komm, machen wir beides mal Vitalität machen. Ist auch nur auf 11, also viel ist es auch nicht gewesen. Es gab einen Zentimeter mehr oben. Also man kann bei ihr den Turmschlüssel für 20.000 Seelen kaufen. Damit kommen wir auf den Turm hier oben. Und genau, hier kommt man hoch. Da geht es hier nach draußen, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Oh, die geile Ladesequenz wieder. Ich halte es nicht aus. Nee, ich halte es nicht aus, Digga. Aber man sieht schon mal den Schatten durch. Und zwar hier waren wir noch gar nicht. Und dieser Baum sieht einfach total cool aus. Das ist eine Anlehnung an eine Figur, wie man sieht. Und zwar ist das hier der Turm, in den wir rein wollen. Und dafür brauchen wir verschlossen eben den Turmschlüssel. Seele eines Leichnams. Ach genau, ich kann auch ein paar Seelen gleich nochmal verkaufen. Wir kommen aber auch anders auf diesen Turm. Und zwar durch einen Trick. Die Leiter können wir nicht nehmen. Man sieht, da oben ist ein Item. Das heißt, wir können auch dahin. Und da kommt man eben nachher mit dem Turmschlüssel, wenn man den Schlüssel hat, eigentlich vorbei und kommt wieder hier runter sozusagen. Aber wir können durch einen Trick da hoch. Und diesen Trick zeige ich euch jetzt. Und das geht so. Shit. Und zwar tut man auf diesem Baum hochlaufen. Und er springt dann. So. Und dann zieht man nach rechts in dem Moment natürlich. Aber das ist nicht so meine Kunst, sag ich mal. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Dafür, dass ich mit 20.000 Seelen spare, lohnt sich das auf jeden Fall. Oh, geil, Alter. Direkt geschafft beim, keine Ahnung, wievielten 8. Versuch. Geschafft! Ja, ich glaube, den kennen wirklich schon einige, den Trick. Heimatknochen. Geil, das war, glaube ich, mein Rekord hier. Jetzt laufen wir hier oben längs. Ich liebe sowas, ne? So in der Overworld so Geheimgänge finden und so. Das ist einfach das Beste. Genau, ich glaube, hier können wir nachher nochmal längs. Deswegen gehe ich mal direkt da rein. Jetzt bloß nicht runterfallen. Jetzt sind wir nämlich ganz oben, wie man sieht, oberhalb des Feuerbandschreins. Also hier kommt man tatsächlich auch erst später hin. So, ich würde sagen, erst im nächsten Level. Das ist nämlich der Rabe. Cool, Äste-Scherbe. Und zwar dieser Rabe, der sagt ja nicht mehr viel. Den kann man jetzt Items hier hinlegen. Dann kommt er, holt das Item und legt dir dafür ein anderes hin. Und tauscht sozusagen die Items. Und er mag auf jeden Fall gerne Zeug, was glitzert und funkelt. Also, wir haben jetzt eine Äste-Scherbe sogar noch bekommen. Und wie man sieht, hier ist nicht mehr viel, aber... Oh, warum mache ich das wohl? Geheimgang. Edler Geheimgang. Um hier hinzukommen.
Silberner Schlangenring. Genau, den wollte ich haben. Und das ist das Geile, der silberne Schlangenring. Wir haben ja den Anfangsring, den Lebensring, der unsere TP erhöht. Und der Schlangenring, der bringt, glaube ich, 10% mehr Seelen von Toten, also von gefallenen Gegnern. Und das ist auf jeden Fall nett. Ja, so wirklich sehr nett sogar. Und jetzt sind wir schon wieder unten. Ach shit, jetzt habe ich sogar was vergessen. Und zwar wollte ich nochmal oben, da gibt es ja noch mehr als nur das, die Abkürzung, die ich gerade genommen habe. Shit. Ich laufe nochmal hoch. Und jetzt bin ich ja mittlerweile ein bisschen geskillt. Ging auf einmal schnell. Und mach das Ganze nochmal schnell. Und lauf nochmal außen rum, weil da war ja noch mehr. Ne? Ich will ja hier noch den Weg da machen und so. So, also ich versuch's jetzt nochmal. 2-3 Mal. Ansonsten schneide ich an der Stelle schnell, dass ihr da nicht lange zugucken müsst. Ja! Versuch Nummer 8 oder so wieder. Also es klappt relativ gut. So, und jetzt laufen wir nochmal hier hinten durch. Weil das hätte ich doch anfangs machen sollen anscheinend. Erinnert dich noch hier dran, wo der Samurai hier war? Den wir mit dem Uchi-Katana da? Das ist nämlich die Stelle. Jetzt können wir hier oben durchlaufen. Und kommen hier hin. Nein, Digga. Boah, noch geholt. Eisscherbe oder so ein Scheiß. Geil. So, jetzt wollen wir aber weiterkommen. Moment, wie kam er jetzt nochmal in den Turm rein? Oder ging das doch nur? Oder ging das doch nur wirklich mit dem Schlüssel dann? Schon wieder so viel vergessen. Aber auf jeden Fall haben wir noch die Eidechse da bekommen. Ach genau! Ach Quatsch, was mache ich denn da? Wir haben ja hier die Leiter. Ah ne, fuck doch nicht. Wir haben ja doch nicht die Leiter. Die ist ja da vorne, die Leiter. Okay Leute, ich habe mich geirrt. Da oben gibt es nichts mehr zu holen. Wenn man den Schlüssel nicht benutzt, bekommt man wirklich nur die Items, die ich da eingesammelt habe. Und das haben sich die Entwickler wahrscheinlich schon so gedacht, kann ich mir vorstellen. Weil um da wirklich weiterzukommen, muss man auch den Turmschlüssel haben. Ich habe auch mal nachgeschaut. Und ja, also das Pech in dem Fall. Also, wir haben jetzt noch eine Estus-Scherbe, was ich richtig geil finde, ist benutzt. Ich knall noch mal ein paar Seelen hoch. Ich verkaufe noch ein paar Seelen. Das ist die Seele von Mordwindtal. Ich behalte mal die Boss-Seelen, weil da kann man sich auch irgendwie Waffen für kaufen. Was ich ziemlich cool finde. So. Dann suche ich nochmal den guten Opa auf. Und zwar den da hinten. Wahre Stärke entfalten. Ja, ich bin bereit. Und ich darf ein Level aufsteigen bei ihm. Das wusste ich. Der ist nämlich geil. Also ich mache nochmal Vitalität auf jeden Fall für das Gratis-Level hier. Nehme ich auf jeden Fall mit. Dankeschön, mein Lieber. Und jetzt ist die Energie tatsächlich schon um einiges höher. Jetzt durch die 3 Level-Ups. Jetzt haben wir nochmal 2,7k Seelen, die ich jetzt nochmal hier aufsteigen lasse. Und jetzt... Und das haue ich jetzt mal wieder in Kondition auf jeden Fall. Ihr seht, früher 100 Kondition, jetzt 102. Also so viel tut sich ja nicht, das ist ein schweres Pflaster, die Kondition hochzubekommen. Also von dem her, ja, ich weiß nicht, ob es schlau ist, denn wirklich doch so viel reinzuknallen. Weil vom Sinn her, die Idee, die ich hatte, eben die Kondition hochzupushen, ohne Ende, ist natürlich geil, weil dann kannst du rumspringen. Ja, du bist wie unverwundbar quasi. Aber das wäre auch so, aber die Entwickler haben sich natürlich was dabei gedacht.
und haben dadurch die Erhöhungsanzahl runtergesetzt, ne? Dass man nicht so viel bekommt wie HP, wenn man das hochsetzt. Das macht natürlich Sinn. So. Und der Typ hier, genau, auf deinen verkohlten Leichnam. Genau, ich sehe immer selber. Ja. Okay, jetzt mal. Ich dachte, der gibt mir schon was, weil der kann dir nämlich deine Waffen geben. Für diese Boss-Seelen. In dem Fall hat er nichts. So. Aha, ich habe keinen Untoten. Ich dachte schon, ich habe ja noch untoten Knochensplitter im Inventar. Das wäre natürlich mega lustig. Jetzt überlege ich gerade mal was. Nicht das. Und zwar starte ich nochmal beim ersten Leuchtfeuer. Weil ich von da aus was machen möchte. Und zwar möchte ich nochmal den anderen Weg nehmen, den es da gibt, wo ich jetzt schon bin sozusagen. Weil es gibt da noch etwas, ein Geheimnis sozusagen, das mir jetzt eingefallen ist, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Brandbombe. Diesmal kein Müll, ne? So, jetzt habe ich einen Schlag abbekommen. Aber es macht mir so gesehen gar nichts. Weil jetzt habe ich so viel Energie, wie ich vorher hatte, bevor ich in dieses Level reingegangen bin. Als ich noch so ein bisschen schwach war. Sozusagen. So, und jetzt sage ich euch den anderen Weg, den es noch gab. Wir sind ja immer hier durchgelaufen. Da hinten rein. Wir haben natürlich noch hier rechts die Brücke. Die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Oh, Alter, bin mir erschrocken. Alter, ich bin schon wieder fast tot. Aber wir haben 6 Estos, Mann. Das ist doch mal feierlich. So, jetzt gibt es noch mal 2 Wege. Hier auch noch mal. Alter, der werft mit Brandbomben. Der Schmock. Oh, geil. Ein aufgeladener killt ihn. Also, das sieht man nicht. Also, offiziell geht es halt hier durch. Und, der hat gut ausgewichen im Rückwärtsgang. War richtig krass von ihm. Genau, eine Seele des Leichnams. Offiziell geht's halt hier längs. Was viele aber nicht wissen. Dass man hier durch kann. Und hier geht's nämlich richtig ab. Hier geht's richtig ab. Oh, da hab ich mir schon. Alter! Hier muss ich ordentlich Esto saufen. Und da sind von den Dächern pfeifen die Spatzen, Alter. Scheiße, an, das sind viele. Oh, fuck, Alter. Das sind wirklich gerade zu viele für mich. Ah, tschüss. Ja, nice. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Passt hier. Irgendwie gut als Sprichwort so gefühlt gerade. Was ist denn hier? Lol, nichts. Ah, die nerven mich, die Viecher da oben. Mit dem scheiß Gepfeife. Schwindende Seele. Okay. Mann, du nervst mich auch noch da hinten selbstig. Da ist auch noch einer. Die Dinger sind nicht stark, aber so nervig einfach. Also viel halte ich auch nicht mehr aus, merke ich. Warte, wo bin ich hier? Warte, schnell. Genau, hier wollte ich aber nicht hin. Brandbombe. Genau, ich wollte hier nämlich weitergehen. Hier gibt es ein paar interessante Sachen. Irgend so ein Billy-Schild. Oh, der ist schon stärker. Der andere hat er das nicht ausgehalten. Und nochmal einen. Und der lebt immer noch. Oh, der ist stark. Macht zwar kein Damage, aber hält viel aus. Und da hinten sehen wir jemanden. Im laufenden Käfig.
Da kommt auch noch gleich was zur Sache. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, also ich kannte das früher noch nicht. Ein paar Sachen, die lustig sind, kommen jetzt mal. Also erstmal ihn hier, Heimatknochen. Alter, ich muss da dringend pissen gerade. Boah, ist das irgendwie spannend. So, ich verpiesel mich mal hier, dass er mich nicht sieht. Ja, warte schnell. Jetzt dreht er sich auch schon um, ne? Oh, jetzt läuft er mal weiter. Digga, wieso läufst du denn weiter jetzt? Junge, ich hätte vorhin bist du auch nicht so weit gelaufen. Da. Ich hab's geschafft. Wer guckt? Voller Angst. Wo geht's jetzt hin?